einfach mal gucken, was es gibt, was es nicht gibt, was man machen könnte mit meinem Abschluss. Einfach nochmal Hilfestellungen in sämtlichen Variationen. Nach anderthalbjähriger Vorbereitung wurde in der Arbeitsagentur Tattoo Fleming die erste Jugendberufsagentur im Land Brandenburg eröffnet. Sie ist der zentrale Anlaufpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene und bündelt in der Luckenwalder Bahnhofstraße auf einer Etage Angebote des Jobcenters, der Kreisverwaltung und der Agentur für Arbeit. Jugendberufsagentur heißt vor allen Dingen erstmal, dass die Berufsberater der Arbeitsagentur, die Vermittler vom Jobcenter und die Sozialarbeiter vom Jugendamt zusammensitzen unter einem Dach auf einem Flur Tür an Tür und nicht mehr wie früher an verschiedenen Standorten getrennt voneinander und dass wir so einfach in einen viel besseren Austausch miteinander kommen und die Jugendlichen viel, viel kürzere Wege haben. Orientierung, persönliche Einzelgespräche der Berufsberater, Ausbildung, Stellenvermittlung. Wir haben hier auch unseren Arbeitgeberservice vor Ort. Das heißt, wir bieten hier auch die Stellen an, die uns Arbeitgeber melden. Alle Angebote des Jugendamtes, die dort angeboten werden und natürlich auch alle Angebote des Jobcenters. Mehr als 2000 junge Menschen unter 27 Jahren werden derzeit im Landkreis Tettow-Fleming durch das Jobcenter und die Agentur für Arbeit betreut. Die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, sei eine wichtige Aufgabe des Landkreises, so Cornelia Wählern. Wie können wir noch besser die Jugendlichen von der Schule abholen und ins berufliche Leben bringen? Und insbesondere natürlich die Jugendlichen, die auch ein bisschen mehr Hilfe und Unterstützung brauchen, als es normalerweise funktioniert, indem man sich bewirbt und dann ist der berufliche Weg sozusagen gut gezeichnet. Hier ist eine Struktur zusammengekommen, die dieses Netzwerk ist und damit natürlich auch sichert, dass schnell und vor allen Dingen in Beachtung der unterschiedlichen Lebenslagen junge Menschen Hilfe und Unterstützung erfahren. Auch junge Menschen mit Schulden, Suchtproblemen oder problematischen Elternhäusern können sich an die Agentur wenden. Geöffnet ist sie montags und dienstags sowie donnerstags und freitags zu den angegebenen Zeiten und mittwochs nach Vereinbarung. Einen weiteren Standort der Jugendberufsagentur gibt es in Zossen in der Bahnhofstraße 16.